Tag, Ronald Richter, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe. Wir wurden am heutigen Tage um 13.14 Uhr zu einem Brand im Klinikum Karlsruhe alarmiert. Es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es sich dabei um einen technischen Defekt in der Lüftungsanlage handelte. Es gibt keine Personenschäden, da das Klinikpersonal hervorragend und schnell reagiert hat, das Gebäude geräumt hat und entsprechende Maßnahmen gut gegriffen haben. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort.